Face Neo, der beste Sniper auf Rebirth Island. Willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Zweitkanal. Wir reagieren heute auf die besten Clips von Neo in Rebirth Island, seitdem es jetzt vor einem Monat rauskam. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, ich habe ein bisschen durchgeklickt, es wird komplett krank. Also was der Mann da teilweise anstellt, ist wirklich jenseits von Gut und Böse. An die Leute, die Neo nicht kennen, der ist damals mit diesem Phase 5 Auswahlverfahren ist der in Phase reingekommen, weil der eben auf Rebirth Island so unglaublich krasse Shots gehittet hat, dass sich Phase dachte, ey, den müssen wir unbedingt im Team haben. Und darum haben sie ihn dann im Endeffekt auch genommen, weil der ist wirklich krass und ich zeige euch heute, wie krass er wirklich ist. Es ist bodenlos. Let's go. Es ist crazy. Stellt euch schon mal drauf ein. Oder also. Nein. Hätte das gehittet. No, you didn't. Das Moors Scharfschützengewehr mit dem Lauf, wo du deine Schüsse aufladen kannst, wenn du es richtig auflädst, also bis ganz am Ende, kannst du legit durch ganze Gebäude schießen. Du kannst durch die ganze Map schießen, wenn du den Live-Marker auf den Gegner hast und das ist krank. Dieser Shot war insane, aber hat den Gegner leider nicht genockt. Das wäre krass gewesen. Unlucky, Mann. Wirklich unlucky. Warte, probier das nochmal. Ist das krank. Lovely, Alter. Ist das krank. Wirklich insane. Das war so ein krasser Schuss, Alter. No way. Das war null drauf. Hallo. Nein. Oh mein Gott, der Arme. Oh, war das clean. Warte, macht er noch einen? Okay, ich dachte schon. Das war ja so clean, Alter. No way. Warte jetzt. Warte mal. Warte mal, ich habe den Gegner gar nicht gesehen. Was war das? Was war das? Ich habe den gar nicht gesehen. Was war das für ein Shot? What the fuck, Alter, wie krank. Was ein Schuss. Ja, markiert die Gegner auch immer, damit er perfekt weiß, wo die sind und die dann einfach pre-fahren kann. Nice Shot. Schönes Wurfmesser. Oh, mein Gott, der Arme. Der wurde komplett zerstört. Nice. Oh, ich dachte schon. Hallo, kill ihn. Ja, das war ein easy kill. Das zählt nicht. Nice. Oh, so saftig. Oh, so saftig. Geil. Oh. Der war clean. Was macht er jetzt? Oh, sehr schöner Shot. Der war unglaublich. Das ist auch immer so satisfying, dieses um die Ecke sliden und dann Quickscope geben mit einem Flick auch noch drin. Das war wirklich der perfekte Shot. Das war geil. Oh. Oh. Ich dachte mir schon, der erste hätte gerne sitzen können. Das wäre ein saftiger Clip gewesen. Aber der zweite war ja noch viel besser. Wirklich viel besser. Warte mal, was? Warte, wie zur Hölle war das drauf? What the fuck? Das war wirklich null drauf. Jetzt nehmen wir keinen. Ah, geil. They never learn, guys. Never. Bro down. Oh, okay, okay. The ground loot with it. I think it does more damage when you hold it or something. Der war saftig. Wäre das ein Headshot noch gewesen, wäre krass gewesen. Ich warte noch immer. Ich warte noch immer auf so einen Clip, wo er drei Headshots hintereinander macht oder sowas. Darauf warte ich noch. Das waren bis jetzt waren das viele Trickshots, viele Quickscopes, aber noch nicht so dieser eine Clip, finde ich. Der hat noch gefehlt. Der eine Clip, wo er mehrere hintereinander downt, der fehlt noch. Das ist halt einfach satisfying. Das ist halt einfach geil gemacht. Oh. Nice. Der war auch saftig. Also davon macht er viele.
Sehr saftig. Mysterious. Aber da fehlt mir wirklich so dieser eine Clip. Da sind so random Snipes drin in dem Video, finde ich. Nice, das ist saftig. Das ist schon wirklich sehr, sehr geil. Nice, W. Aber dieses Scharfschützengewehr ist wirklich das Geilste, was wir seitdem K98 und Schweizer in Warzone 1 waren. War das die geilste Sniper, die wir bis jetzt in Warzone hatten. Wirklich easily. Mit der kannst du so krasse Plays machen, so geile Quickscopes. Und die fühlt sich einfach wunderschön und einfach nur perfekt an. Die ist wirklich geil. Spielt das Morse Scharfschützengewehr. Das ist, glaube ich, neu im Battle Pass jetzt seit Season 3. Und es ist wirklich sehr, sehr angenehm. Das ist wirklich ein Banger. Easily Nummer 1. Oh, nice shot. Die ist ganz komisch gebaut, die Sniper, die er da hat. Oh. Insane gemacht. Oh. Oh, der war krass. Ja doch, er hatte ingame 13 Zuschauer. Ich kann euch jetzt schon mal callen, der wurde so unfassbar oft reported. Also wirklich 100% wurde er so oft reported. Die waren sich sicher, dass er cheatet. Weil das war ein krasser Shot. Oh! Yeah, Nice. Saftig. Das ist auch immer so satisfying mit der Sniper, finde ich. Und sind auch richtig gut so, Leute aus der Luft snipen. Ah ja, und damit kannst du halt wirklich alles wallbangen. Mit diesem Lauf, es ist so krass. Ashani, thank you. Ist das dumm? Yeah. I have an airstrike, by the way. That's cheeky. Ich habe die noch nie mit diesem Lauf gespielt, muss ich zugeben. Ich spiele die immer ohne den Lauf, weil ich den Lauf ganz, ganz unsympathisch finde. Nice, good shots. Ich mag nicht dieses, dass du es ständig aufladen musst, weil manchmal denkst du einfach nicht daran, dass du es aufladen musst und dann willst du einfach schnell abdrücken, aber stattdessen brauchst du irgendwie Ewigkeiten, um abzudrücken. Es ist ganz, ganz komisch. Alle, die schon mal die Groundloot-Sniper mit diesem Lauf aufgehoben haben, können mich absolut nachvollziehen. Es fühlt sich weird an. Eben weil er nicht direkt abdrückt, sondern du diesen Lauf halt einfach aufladen musst. Du musst halt irgendwie eine Sekunde draufklicken. Ganz komisch. No way. Do it to him, man. Do it to them. Chepper bei denen. Also, ich glaube, der Mann macht wirklich ganz lang nichts anderes, außer Sniper Clips zu spielen. Straight up. Hallo. Das meine ich halt eben. Das eben gerade war kein Headshot, weil er die Waffe auch nicht aufgeladen hat. Hätte er die da aufgeladen, hätte er sich die Sekunde genommen, wäre das ein Headshot-One-Shot gewesen. Aber stattdessen hat er sie nicht aufgeladen, hat den Kopf getroffen und den Kill nicht bekommen. Das ist so dumm. Dieser Barrel ist so weird. Geil und so. Um zu wallbangen und alles, aber sonst halt giga-useless, sage ich. Sonst ist es einfach nicht. Aber ja, nice shot. Gut den Gegner auch rausgebaitet. Indem er mit seiner SMG geschossen hat, das war sehr krass gemacht. Verstehe ich, warum Neo immer so im Headglitch ist. Imagine. Neo ist immer viel zu sehr im Headglitch. Also seine Facecam ist nicht perfekt eingestellt, darauf will ich hinaus. Nice shot. Er trifft ihn nochmal? Dame. Oh. Dieser Sound macht mich auch so fertig. Where's the Bruin? Up there? It's yeah, it's thing. Nice, good shot. Money right here. Got some cap. Oh, another full team. Oh, dude, this is insane. So kind of a stacky lobby, huh? Aye. Wrong hallway, to your left, Dom. There's a full team. Riding the gas line. Like it's a horse. This is insane. Get him, Nee. Get up. Nice. Yes. Nice. Die Quali wird gerade richtig schlecht von dem Video. Weiß ich, warum die Quali so für den Arsch ist.
Boah! Oh my lord. Kill confirmed and we located the rest. Disgusting. Thank you. This is not fucking poggers! That was unlucky. That was unlucky. Marking the rest of that squad on your attack, man. Boah! So satisfying, ich lieb das. Geil, good shot. Oh, good shot. Spielt er denn mit Ironside? Interesting. Warte mal ganz kurz, was genau habe ich da gerade gesehen? Was ist das? Das ist ja nicht mal Ironside, das ist wie so eine Shotgun, wo du in die taktische Haltung gehst oder sowas. Und dann irgendwo, wir sehen sie leider gerade nicht, aber er muss einfach nur mit dem Ironside auf den Gegner wahrscheinlich dann drauf sein. Und dann ist es wie so eine Shotgun, aber halt eine Sniper. What the fuck? Oh crazy, Alter. Ich habe noch nie gesehen, das könnte ich mal tryen. John, stay with us. How did he know that his head was right? Oh my god, Val. Zeig, zeig nochmal her die Sniper jetzt. Zeig nochmal her. Ich möchte jetzt sehen. Ich muss sie sehen. Zeig her da jetzt. Good shots. Knock. Okay. Oh, die schaut krass aus. Die muss ich unbedingt versuchen. What the fuck? Die sieht ja komplett insane aus. Ey, war aber ein wirklich sehr, sehr gutes Video. Hab ich wirklich enjoyed. Also die Zeit ist auch super schnell vergangen, weil es halt wirklich einfach so viele gute Clips waren. Aber wie gesagt, es hat mir diese eine Clip gefehlt, wo er irgendwie so 3-4 Leute hintereinander gesniped hat oder sowas. Es waren immer nur so, nur in Anführungsstrichen, das waren komplett krasse Shots. Es waren so Quickscopes, es waren Trickshots, es waren Leute aus der Luft snipen und alles. Und cleane, wirklich sehr, sehr cleane Shots und Wallbangs. Aber es hat mir diese eine Multikill gefehlt. Wisst ihr, was ich meine? Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr dazu steht. Außerdem gerne noch ein Like auf dem Video und ein Abo auf dem Kanal dalassen. Und gerne auf Twitch vorbeischauen, dritter Link in der Videobeschreibung. Ja doch, dritter Link in der Videobeschreibung. Dort kommt ihr zu meinem Twitch-Kanal, gerne ein Follow dalassen, um keine Streams zu verpassen. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Haut rein!